Hallöchen. Na? Ihr Geilen, was geht ab? Herzlich willkommen zu Es passiert tatsächlich zu Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Mag es kaum glauben. Aber ich habe die Wii heute Morgen eingerichtet und Bild schön gemacht und alles Mögliche. Also. Ach, wie geht's euch so? Habt ihr euch ein bisschen erholt von gestern Nacht? War was Geiles für euch dabei? Haut's mal in den Chat, wenn ihr Bock habt. Hallöche Deadpool. Es geht los. Hallöchen Schlotti, danke, dass du das Video reingeballert hast. Hi Spy, hi Walk, hi Gummibärchen. Na du Adonis, ja, selber. Monsieur Doulon, was geht? Bin am Fuden und dann Mittagsschlaf. Naja, läuft. Läuft. Auf jeden Fall. Da wir heute nicht allzu viel Zeit haben, also ich spiele so lange, wie mein Baby so einen Mittagsschlaf macht, weil wir wollen später noch weg. Deswegen spiele ich jetzt so lange, wie der kleine Mittagsschlaf macht. Und dann ist Schluss. So, Handy ist laut. Infos zu Alan Wake, tja. Physische Version kommt, was eine ziemlich geile Nachricht ist, finde ich. Und eine Collector's Edition. Und der DLC ist in ein paar Stunden spielbar, ne? Spring Falls? Ne, wie? Spring Night? Keine Ahnung. 3 Stunden zusätzlicher DLC. 3 verschiedene Geschichten, glaube ich auch, ne? So ungefähr. Ist doch geil. Let's get right into it. Night Springs, alles klar. Mal gucken, ob das also hinhaut. Ah, yeah. Eine Fernbedienung. Ah, hier, für all die wissen wollen, was wir heute spielen, nochmal. Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Für die Nintendo Wii. Der erste Railgun-Shooter. Ach, da unten steht 15 Euro drauf, das muss ich. Den Scheiß rubbel ich ab. Verdammte Scheiße. Eigentlich nicht länger als 1,5 Stunden, aber ehe der jetzt eingeschlafen ist, ehe der dann wach ist, der kann schon mal 1, 2 Stunden schlafen. Und dann muss er noch angezogen werden. Ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust, über 3 Stunden lang einen Railgun-Shooter zu zocken. Da wird man immer schnell ein bisschen kirre von. Verstehst du, meine Liebe? Geile Höhe. Sie, korrekto. Guck mal, was ich mir gönne, Leute. Diese kleinen Cola-Fläschchen. Ist eine übelste Kindheitserinnerung, finde ich. Die Sensorleiste ist viel zu hoch. Na, so geht's. Geht aber gut auf die Arme. Schrecklich knatschig. Erstmal danke dafür. Könnten wir mal Folgendes tun.
Welcome to the Umbrella Chronicles. Accessing file number 2498114. Biohazard. The outbreak occurred in the summer of 1998. It started in the American Midwestern town of Raccoon City and brought hell to earth. The T-virus was developed as a biological weapon, proliferating amongst the unsuspecting public. It metamorphosed them into living death zombies. Zombies. Umbrella's mission statement had always been preserving the health of the people. But beneath this bright statement lurked the shadow of Oswell E. Spencer's ambition. End of file concerning the outbreak incident in Raccoon City. The truth behind the rise and fall of Umbrella is something to which only a select few are privy. The beginning of the end started on the outskirts of Raccoon City in the Arklay Mountains. City. Ja, Walk, das ist Wesker. Man spielt hier sogar ein paar Level mit Wesker. Du siehst hier ein paar... Du siehst hier in dem Game zum Beispiel ein paar Wege, die Wesker gelaufen ist. Während er aus dem Herrenhaus entkommen ist. Oder bei Zero spielst du dann auch ganz kurz. Also nur mal ganz kurz, in Umbrella Chronicles spielt man drei Hauptereignisse nach. Zero, Teil 1, Teil 3. Und Umbrella's End ist ein zusätzliches Kapitel... mit zusätzlicher Geschichte. Ganz einfach. Hallöchen, ihr Lieben. Auf geht's mit Wesker, dem Erzähler. Ja. Der würde mich in Schlaf wiegen mit seiner Welcome Stimme. Skydead. Umbrella Chronicles. Prime My Name hat eine 25er Stream-Serie erreicht. Das ist ziemlich nice, Alter. Sag Bescheid, wenn irgendwas zu laut Resident ist oder so. Evil. The Umbrella Chronicles. Okay. Ich nehme natürlich meine alte Safe-File. Ich habe jetzt keinen Bock, das hier von vorne durchzuspielen. Ich spiele auf jeden Fall auf Easy. Das Spiel ist knackig genug. Das sind die vier Hauptszenarien. Ich weiß, man kann echt nicht super viel daran erkennen. Hier hat man einen Haufen Zeug zum Lesen. Also alleine das alles zu lesen, würde den ganzen Stream dauern. Boah, bloß nicht. Gut, fangen wir an mit dem ersten Kapitel. Resident Evil Zero, das sind drei Kapitel. Und zwei Zusatzkapitel mit Wesker. Kann sein, dass es auch drei sind und ich das dritte nur noch nicht freigespielt habe. Aber dann ist es so. Ich glaube, ich nehme Rebecca. Ja, ich glaube auch, dass das DC Douglas ist. Ich würde ein bisschen leiser. Alles klar, Schlotti, schlaf schön. Okay. Wie gesagt, man hat immer eine Pistole, die man mitnehmen kann, und eine Bonuswaffe. Also sowas hier. Ich könnte mir jetzt hier von irgendwas aussuchen, ne? Aber ich werde mit einer Shotgun anfangen. Das ist, denke ich mal, ganz solide, die Wahl. Dann schauen wir mal, was das hier so bringt.
It was a stormy night when the leeches overwhelmed the Ecliptic Express. The Special Forces unit sent to investigate the area reported an emergency, but the announcement was suddenly cut off and followed only by silence. Enter the STARS unit member, Rebecca Chambers. Umbrella has been at the center of my plans for a long time, but the train incident would prove to be the beginning of the end. STARS here. Is anybody there? STARS here. Is anybody there? Die Geschichten wurden leicht angepasst, ja? Nicht wundern, dass Billy und Rebecca jetzt gleich die ganze Zeit zusammen unterwegs sind. Ist bei jedem Teil so. Und recycelte Assets. Hallo Steffi. You're the escaped prisoner, Billy Cohen. Can we put a hold on the whole arresting me thing? We have bigger things to worry about right now. Okay, da hat Chris' Stimme. Krass. Ich antworte gleich, Dulling. Ich antworte euch allen gleich. Versuche natürlich immer einen Crit zu landen. Ich werde auch ein bisschen die Immersion killen müssen. Können wir denn hier Pause drücken? Okay, da. Entschuldigung. Chris hat eine Doppelrolle. Das Summer Game Fest. Wie hat uns das gefallen, der Tool? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, Pat und Furell hat es besser gefallen als mir auf jeden Fall. Die war auch noch ein bisschen was dabei. Wie gesagt, Furell freut sich auf Slitherhead und auf so ein paar Sachen. Ja, die beiden sind natürlich total Alan Wake affin. Ich will es nicht beschreien und ich würde es euch auch nicht versprechen, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Wochenende noch ein spontaner Stream zu Alan Wake kommen könnte. Weiß ich aber nicht genau. Also einer von beiden wird auf jeden Fall, vielleicht wird auch ich glaube Furell streamt Sonntag nochmal. Der wird vielleicht sein reguläres Programm streichen und dafür dann Alan Wake spielen. Das ist schon mal cool. Also für mich war jetzt wirklich nicht viel dabei. Ne? Chris, vorhin kam Inside von 2007 bei mir an. Wo hast du den gekauft? Das würde mich mal interessieren. Inside ist einer der schlimmsten Horrorfilme, die ich je gesehen habe, wenn man den ungeschnitten sieht. Ja, ich war, Skydead Wesker wurde insgesamt von ganz, ganz vielen Leuten gesprochen. Das denkt man manchmal gar nicht. Die klingen alle so furchtbar ähnlich. Anscheinend ist diese Stimmlage nicht so schwer zu imitieren. Okay, Leute. Lass mal weiter zu. Fine. We'll worry about that later. For now, we're here to safety. That'll be easy to set up. Jetzt klingt der komplett anders. Let's head upstairs. They're on the stairs too. Train. It's moving. Who's driving this thing? How the hell would I? We better go find out. Yeah! Oh.
Damals gekauft, aber nicht gespielt. Was ist das Spiel hier? Ich sag mal so, Umbrella Chronicles, also ich habe mir auch beide zur selben Zeit gekauft. Ne? Also ich habe mir dann eine Wii geholt, habe dann Zero und 1 nochmal geholt und habe dann gesehen, dass die beiden ja auch gibt. Der hier war ein bisschen schwerer zu kriegen, weil er indiziert war. Ne? Warum auch immer. Scheiß drauf. Die Szenarios hier gefallen mir eigentlich besser aus der Resident Evil-Reihe. Teil 1 und Teil 3. Richtig cool. Aber der zweite war eigentlich einfach etwas runder. Da war zwar mehr diese Shaky Cam drin, aber der zweite Teil war einfach etwas besser und charmanter und nicht ganz so asozial schwer wie das hier. Der hier wird im Laufe der Zeit so knackig, selbst auf Easy. Ich habe geflucht, wie ein Irrer. Und da war ich noch ein junger Mann, wo ich das gespielt habe. Und da hatte ich noch Reflexe, wie eine Katze. Starke Moves. Habe zufällig eine Version auf Amazon gefunden, die war aber auch sehr schnell wieder weg, ist aber uncut und sogar auf Deutsch. Das ist krass. Normalerweise kriegt man die, glaube ich, bloß in Österreich. Na, Jelly, was geht? Und weiter. Too. We don't have much choice but to keep going. What's going on here? Beats me. Never seen anything like this. Ach so, ist die aus Österreich. Alles klar. Hast du Glück gehabt? Der Jilly gesagt. Hat er. Jilly Vanilli. Watch your step, Princess. Don't call me Princess. Don't call me Princess. Cool, erster Speicherpunkt. Gib pro Level immer einen Speicherpunkt, das ist so ungefähr die Hälfte. Und die Level werden immer länger und schwerer. Nur zwei Crits? Aber Alter, ich habe 345 Gegner alle gemacht. Gier. Anderson und Milajovic lassen grüßen. Hört mal die Mucke. Chance to make your escape, huh? Well, not on my What? watch. I just saved your ass back there and you still want to arrest me? Oh Manu, hast du den Treffer eingesteckt? Scheiße.
geht ab, Leute. Leute! Hallo, Fijorre, was geht? Viel Spaß, liebe Kunis. Ja, viel Spaß beim Haushalt machen. Mein toller Name. Ja, ist er ja. Hallöchen, Popöchen, hallo, Septi. Ja, ja, ja. Na, Fijorre, wie geht's dir? Wann kommt ein Alan Wake DLC nur raus? Heute noch? Und welche Uhrzeit ungefähr? Oder kann man das jetzt schon runterladen, den Scheiß? Das stimmt, in Resi 1 96 war es Pablo Kunst, in Resi 1 2002 war es Peter Jessup, Code Veronica war es Richard Walk und Umbrella Chronicles und Umbrella Chaos war es DC Douglas. Alter, ohne Scheiß, nur wenn du das weißt, dass das unterschiedliche sind, kriegst du das auch mit. Ich finde wirklich, das könnte immer derselbe sein. Der einfach dazulernt oder halt extremer wird. Aber DC Douglas ist tot, ne? Lebt er noch? Oder, nee, der ist raus aus dem Geschäft, ne? Der macht das nicht mehr. DC Douglas hat ihn am längsten vertont. Ja, ich habe auch gerade Spaß mit Zero. Mit Jobbel. Mir macht's auch Spaß. Noch macht Spaß. Oh Mann, ich hab nicht aufgepasst. Something's above us. Time to fall back. We can't just stand here. We have to take it down. Oh Gott. Nimmt man den raus. Him again? Back across. This way. Ich habe schon eins genommen. Wie auch immer. Noch ist es nicht draußen, alles klar.
What? Alter! Wie nennt man denn hier ein Kräutig? Oh. Und das war der erste Boss. Scheiße. Alter Schwede. Wie gesagt, Fiore, ich finde Zero viel besser als Veronica. Mir macht das immer mehr Spaß. Und ein Aran. Hey. Ja, so geil. Wesker, hab jetzt auch mal den Vierer Remake Wesker ausprobiert, geht voll ab mit seinen Moves. Ja, ja. Glaube ich sofort. Ich glaube, ich habe den auch kurz einmal gespielt. Scheiß Wichser, Alter. Moinsen Flulilan, hallo Mike, was geht? So, Level 2. Yippie. Ich will mal ganz kurz noch was an den Waffen machen. Muss nicht sein, dass wir hier mit halb getunten Waffen losziehen. Hier geht nicht mehr, hier geht nicht mehr. Hier geht noch was, da geht noch was. Hier geht nicht mehr. Bei der Uzi. Nicht genug Punkte, alles klar. Raketenwerfer. Ja, den muss man unbedingt tunen, ne? Und tunen wir den hier. Alles klar. Mahlzeug, Charlie, was geht? Alles Gute, Mike. Alles erdenklich Gute zum Geburtstag. Shit, die Maus ist gerade abgekratzt. Der Support wäre da. Mittagspause? Arbeitest du heute, Charlie? Oder meinst du Mittagspause nach dem
Essen ruhen alle. Hol dich jetzt mal ein bisschen. Hol dir was Kaltes zu rauchen. Hau dich ein bisschen hin. Come on. Was war das denn? Richard here. Rebecca, where are you? I'm not sure, but I can see the entrance. All right. I'm heading to the mansion right now. We'll rendezvous there. Roger. So I'm guessing you need a bodyguard, right? No. Do you? Gerne. What? Alter Tobi. Geiler Kunde, Dankeschön. Das muss ich erstmal ordentlich appreciaten. Vielen, vielen Dank für 400 Bits, lieber Kaiju. Bei uns im Dorf der Zombie-Virus ausgebrochen. Also ich habe den Nachbarn gelootet. Man sagte mir, dass ich mein Loot hier abgeben kann. Oh ja, immer her damit. Vielen, vielen Dank. Charlie Brown hat eine Fünfer-Stream-Serie erreicht. Schönes Ding. Danke sehr. Ayo, Black Eye, was geht? Mal vielen, vielen Dank, lieber Tobi. Wie geht's? Wie steht's? Alles klar bei euch? Wie es mir gefällt, ja, schwer zu sagen. Also es ist nicht so, im Moment nicht so hektisch wie Teil 2. Ich mag den zweiten mehr. Also Darkside Chronicles gefällt mir deutlich besser als Umbrella Chronicles. Hier, dem Ding fehlt ein bisschen Seele. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mal gucken, vielleicht ist es auch nur mein Eindruck von damals und heute macht es mir gut Spaß. Also bisher macht es echt Laune, muss ich sagen. Kein Scheiß. I don't see any monsters. Was ist euer Handwerk? Just in case, we better check upstairs. Benny, mein Freund, was geht ab? Alles klar? The Umbrella Management Training Facility. The first general manager, James Marcus. You know him? Just the name. He's been dead for some time now. Friendly-looking guy. Even dead, he has quite a presence. Attention! This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto.
Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Alles klar, du Nazi-Schwein, erzähl doch uns ziemlich weiter. Billy, up there! Not this way! Here! Die Alan Wake 2 Collector's Edition haut mich jetzt nicht vom Hocker. Vielleicht liegt es daran, dass es so spät rauskommt. Ich geb dir recht, Chris, da fehlt definitiv die Seele. Ja, man weiß aber gar nicht so richtig, wie man das erklären soll, ne? Es sind halt alles recycelte Assets von Resident Evil Zero, von Teil 1, von Outbreak Teil 2. Alles, was man hier sieht. Einfach nur recycelte Assets. Was okay ist an sich, aber... Und dieses halbgare Schauspiel und alle Storys werden halt so, so andersrum nacherzählt einfach. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wir werden sehen. Ich drüber überhaupt nicht, hatte alles im Griff. Als ob da die Farbe fehlen würde, ne? Einfach so. We have to find another way. Yeah, let's go back. Mal kurz was checken. Steht nicht, wie man ein verkacktes Kraut nimmt. Hab doch auch irgendwie ein scheiß Menü.
Rebecca! Oh God. Hold on! Thank you. Thank you. Billy, I'm sorry, but I have to know. Did you really kill 23 people? We were ordered to attack the village. But orders don't justify slaughtering innocent people. So, what happened in that village? You can't talk about it, can you? Maul, bitch! What good would it do? It won't change the past. If you don't want to talk about it, I'll understand. I'm not afraid of you anymore. I'm an escaped fugitive, remember? Didn't they tell you I was dangerous? Yes, they did. Ja, mal ein fleißig Ausmaster. Jemand wieder rangehangen. Yeah. Survival first. Und der fleißige Elektriker. Erstmal Speicherpunkt, das ist schon mal gut. Grüne Kräuter nimmt dabei beim Aufnehmen immer sofort ein. Hätte ich das erstmal begriffen. Fällt mir zwar nicht, aber egal. Sehr geil.
Sagt ihr denn bisher, gefällt's euch? Gefällt euch das Game? Es gibt klar bessere Teile. Naja. Yeah. Smells like the zoo. Das Kraut hätte ich mir noch aufheben sollen, fällt mir gerade auf. Müsste der Centurion kommen? AKA Fiorells Lieblingsgegner? Ohne Zenturion. Interessant. Oh, gut. Sehr gut. Rebecca? Yeah. Something's coming. Enemies. How can something that big be so fast?
get a clear shot. What now? Thanks, Butler. Ja, ich kann mich nicht heilen. We have to go up. Right. Gibt dafür leider keine Taste. Er heilt sich nur, wenn er grüne Kräuter aufhebt oder wenn er stirbt und ein Erste-Hilfe-Spray wird verwendet. Richtig dumm einfach. 20 Euro, glaube ich, bei Mantis. Dämlich. Nee, das bin ich ausgeheilt. Ich finde das hier eins der schwersten überhaupt. Ist irgendwie besser Erinnerung, ja, aber es ist okay. Ich hatte es genau so in Erinnerung. Also das zweite Level hat jetzt schon deutlich weniger Spaß gemacht als das erste. 19 Uhr heute, alles klar. So, ziehen wir uns das Ende von Zero auch noch rein. Ich glaube, ich nehme wieder von Hause aus eine Shotgun mit. Das war irgendwie geiler. Oh, die hier könnt ihr auch einstecken, ne? Mal. Für die schwereren Level. The source of the problem down there. Let's go. Okay, einer ist nackig, das muss der Sexsklave von den anderen gewesen sein. Oh shit. Using this. Schrot ist nie verkehrt, Andresi. Richtige Worte. Wahre Worte.
Also hier in dem Spiel ist die Schrot wirklich einwandfrei, weil optimale Mannstoffwirkung. Oh geil, eine Pfeil. Oh yeah. Da hat jemand eine Schotti in einem Licht versteckt. Oh oh, ich ahne Schlimmes. Tyrant-Kampf, oder? Mhm. Ich finde sein Design richtig geil. Ohne Scheiß. What is that thing? Here it comes. Verarschen, Mann. Mit einem PS3-Controller geht das auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, kannst du auch mit dem PlayStation 3 Move-System zocken. Ich habe auch die HD-Version von dem Spiel, aber ich habe irgendwie mehr Bock gehabt, auf der Wii zu zocken, keine Ahnung. Ja. Außerdem muss ich auch sagen, habe ich hier schon viel mehr freigespielt und Waffen ein bisschen getuned und so. Ich wollte es mir auch wirklich hier bei dem Spiel so leicht wie möglich machen. Alles, was man rausholen kann. In Resi 3 ist die Original auch sehr stark, ja. Der war ja eine Lusche, der Tyrant. Da sind die anderen ab 2 viel schlimmer. Der in 1er, naja. Nee, der Tyrant in Zero, der, wenn man den nicht genau das Bewegungsmuster sich auswendig reinschafft, dann haut er dich auch ziemlich zu klump, finde ich. Und da kommt ja auch 2 noch. Verarschen? Ich hab nicht A gedrückt oder was? Du bekloppt, Junge. Wie ich A gedrückt hab. Idioten. Nee, Deadpool, das hole ich mir nicht, weil ich kein Power Rangers-Fan war, sondern ein Turtles-Fan. Ich würde sowas auch nicht spielen, wenn es nicht die Turtles wären, ganz ehrlich. Thank you.
Scheiße, Alter, ich. Das ist ja richtig gut, Mann! Was? Ja, Cuties. Ein Dreck. Und jetzt wieder hier im Lift. Das ist so bekloppter Checkpoint ist, ne? Kurz aus dem Leitbahn. So. Jetzt haben wir Ruhe. Doch jedes Mal euch eine andere Pisse, Alter. Aber was soll's. Ja, ja. Vorhin war es A, dann war es B. Also einmal der Abzug. Einmal war es die Taste hier oben und einmal schütteln. Die wissen halt, wie sie ihn abfacken können. That's the guy from the picture. Marcus? But you're dead. 10 years ago, Spencer had me assassinated. And stole all of my research. However, something wondrous happened. The T-virus fused with the leeches and brought me back from the darkness of death. Now, I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn in an inferno of hate. Ja krass, hier gibt's den Typen im Kleid quasi gar nicht. In der Version hier. Ergibt doch irgendwie mehr Sinn. This monster doesn't know when to give up!
Ja, den meinte ich. Also den Marcus im Kleid gibt's hier gar nicht. Einfach rausgestrichen. It doesn't like sunlight. Bring it. We better keep our distance. Weak spot. That seems to drive it back. Let's drive it into the sunlight. What's with this thing? Schale. Wichse. Tja. So viel erstmal dazu. I guess it's time to say goodbye. Oh. People are waiting for me. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Rebecca, thank you. Salute. The pair overcame impossible odds and made it out alive. Lucky, I suppose. Since the event, Billy Cohen has gone missing, while Rebecca is about to enter a new nightmare as she heads for the mansion. Oh. Oh Chris, du bist scheiße. Okay. Bearbeiten, jetzt Feierabend, einkaufen. Sehr geil, Steffi. Gut, dann ziehen wir uns mal die beiden Bonus-Level noch rein. Und Albert Whiskers. Ich glaube, die sind schon mal einiges knackiger. Hallöchen, Christian. Was geht? Schönen guten Tag. The plans to reuse the management training facility were scrapped by Marcus's unfortunate outburst. Not only that, but the incident appeared to spread the virus to the area surrounding the mansion, causing a biohazard outbreak. It is time to abandon the sinking ship that is Umbrella. The virus is out. We can't hide this anymore. It appears Umbrella is finished. We're just gonna walk away? Our research isn't complete. We can make a more powerful virus. Do what you like. The T-virus is near completion and only needs test data. That is why STARS is in place. I will bring them into the mansion.
Welche Menschen? Damn it! I better get rid of this place before there are any more complications. Wesker here. I will use the ropeway to return to the training facility and depart from there. Hätte in seine Pistole hat er eine übelst höhere Fire Rate, habe ich das Gefühl. Nee, doch nicht. Power is out. I need to get it running. The power room should be down below. Die Mucke ist geil, ja. Auch die müssen jetzt Strom herstellen. Genau. Nur so leicht. Ja, super konzentriert. Hat jemand oben eine Magnum gegengeklebt? Ist ja witzig. Das Rätsel. In Zero. Zurzeit voll viel Zero hier auf dem Kanal, ne? Head mit dem D-Make. Gerell spielt Zero, ich spiele Umbrella Chronicles.
Muss man sich mal vorstellen, der Typ läuft die ganze Zeit mit einer Sonnenbrille rum. Wie kann er im dunklen Raum überhaupt was sehen? Weil zu dem Zeitpunkt hatte er noch nicht mal seine LED-Augen. Stimmt. Die LED-Augen kriegt er, ich weiß nicht, wahrscheinlich Nachteil 1, wenn er dann stirbt und das T-Virus in ihm aktiv ist, dann. Also, wenn es ausbricht, das T-Virus in ihm. Nee, Walk, die Augen hat er schon in Veronica. Also spätestens da, aber ich glaube, man sieht den am Ende, ich will jetzt hier nicht viel spoilern oder so, man spielt ja dann danach die Ereignisse von Resi 1 und auch da übernimmt man irgendwann wieder die Kontrolle über Wesker und sieht dann auch noch eine Passage, die man spielen muss, nachdem der Tyrant ihn angegriffen hat. Also diese tödliche Verletzung normalerweise hatte. Und da hat er, glaube ich, auch schon die roten Augen. Genau. Was Skydead sagt. Oh, ein Crimson Head. Also hier müsste eigentlich alles noch normal sein. Hier hat er noch keine super Human Strength. Hier hat er nur auf Tasche. What do we have here? You were supposed to have been disposed of. Ausgesprochen jämmerlich. Krass. Apparently even this refuse has T's recovery ability. It's brittle. The BOW still needs a little more work. Also ich würde mich sehr freuen, würde Billy irgendwie nochmal auftauchen, ganz ehrlich. Jetzt so
etliche Jahre später, Billy, alter, bärtiger Veteran mit noch mehr Tattoos, mit einem neuen Namen, heißt er nicht mal Billy Cohen, würde ich übelst abfeiern. Nice. Es scheint aber noch ein drittes Kapitel zu geben, was ich noch nicht freigespielt habe, sehe ich gerade. Das sieht so aus. Und die Uzi ist auch voll getuned. Da haben wir bloß noch ein Sternchen. Tja. Ich glaube, hier brauche ich auch ein B, mindestens einen A-Rang, damit ich das dritte Szenario überhaupt freischalte. Ich würde es feiern, wenn Billy nochmal auftaucht. I had best hurry. Es wäre halt nur cool, wenn er wieder auftauchen würde, so, ich muss mal jetzt schnell was saufen. Das ist halt mega abfeiern irgendwie. Boah, das ist ganz schön aufregend, das Spiel. Ich hoffe, ich kriege jetzt das dritte Level gleich frei. Und dann seht ihr mich das zum allerersten Mal spielen. Ich bin mir jedenfalls relativ sicher, dass es drei Level sind. Aber es sah so aus. Immer drei Haupt- und drei Neben. Bisschen Sleep drin hängen. Auf euch, ihr Süßen. Auf einen gechillten Samstagnachmittag.
Mit Gummibärchen und Fanta. Irgendwie, wenn hier keine ekligen Quicktime-Events kommt, macht mir das Spiel Spaß. Kann mir nicht helfen gerade. Ein Scheiß. Das sieht so richtig schön viel Energie ab. Beinahe, Alter. Das glaube ich nicht. Hast du gesehen oder was? Ist fickender Schwunzlatsch, Alter. Nicht so tief, Rüdiger. Keine Kapriolen, Rüdiger. Bitte. Schon wach, die kleinen Racker. Raketenwerfer dabei. Das hat auch Zeit mit den Raketen noch geballert. Gottes Willen.
War geplant. Where might you be going? Ich erinnere mich. Comrade. Ein Blödsinn. My next mission. The reclamation of the management training facility was your mission. And now you're just going to walk away without taking responsibility for your failure. The T-Virus has escaped. I will detonate the facility and dispose of it. Comrade, don't forget who's in charge. You can't just do what you feel like. Maybe you need a little reminder. Oh Gott. Trans Tyrant oder Disco Tyrant? Was ist das, Alter? Gott, meine Fresse. Wir haben ja Raketenwerfer. Okay, scheint doch nur zwei Level zu sein. Ich habe mich geirrt. I guess he didn't like his lesson. Wer bist du gleich noch? Fine. Ein einäugiger Russe. We have the Talos retrieval to take care of anyway. Everything for Umbrella. Dieser Teil, das geht gar nicht. I regroup with the Stars Alpha Team. There was no time for delays. Umbrella's command structure was in motion, and the real struggle was about to begin. Naja. Alles klar, Walk, viel Spaß im Lurk. Sergei Vladimir. Schickt lieber seine Tyrants aus der Disco, ja. Das Design geht wirklich gar nicht, Alter. Ist wieder kein... Ich hab's gar nicht geguckt. Wieder nur ein B-Rang. Naja, was soll's. Gut. Vorgänge im Herrenhaus. Oh Gott, hier sind sogar vier Level. Vier Bonus-Level. Naja, dann gucken wir uns nochmal das erste an. Wen soll ich spielen, Chris oder Jill? Eigentlich blöde Frage, oder? Echt? Chris? Bin auch für Jill. Ich bin auch für Jill.
Alles klar. So. Warte mal, Maschinenpistole HP. Schon, dass hier zwei verschiedene Granatwerfer-Typen gibt, das ist wohl. Na schön, jetzt haben wir ein bisschen Magnum-Money. Wir bleiben bei dem Teil. The Mansion Incident. That was the night I led the STARS Alpha team into the Arklay Mountains, and we touched down in the surrounding woods. We were to look into the disappearance of Bravo team. At least, that was the fake. The reality was quite a different story for the unsuspecting members of the Alpha team. After being attacked by a pack of monsters, only Chris and a few others, including myself, made it to the mansion. Everything was going according to plan. Soon, I would have the research data that I needed. What is this hall? What was that? Hier ist mal anders. I'll go check it out. It's dangerous going alone. I'll come with you. All right. I will stay and secure the area. Wie kann das sein, dass das Spiel 5 Jahre nach dem großartigen HD, also nach dem Remake kam und so beschissen aussieht gerade? Die Farben! Gottes Willen. No, we're too late. What's going on? In here, too. We need to get out of here. These things. Something isn't right. Chris! Zombies sind deutlich aggressiver geworden. Also das Gefühl. Und ich bin noch mal viel scheißer als vorhin. It's locked. We have to find another way. So war das im Original gar nicht. Ja, als ob, du Wichser.
Prügel dich tot, Mann. This place is no good. We need to keep moving. Maybe we'll find some of the others along the way. Gott sei Dank. Na yeah, Alter. Korrekte Galerie. Hä? There's so many of them. Check it out. Macht mich ja Fox Devil 2 jetzt. Behind you. Something's close. He's a Jedi. Hier wurde auch einfach mal wieder der Barry weggelassen, egal wen du spielst. Und die Stimme hätte zu Billy gepasst. Ja, stimmt, dann hätte sie Chris seine Originale geben können. Klingt wie die Stimme von Steve aus Code Veronica. In seiner Stimme haben sie ja bei Darkseid Chronicles auch nochmal verändert. Stay more hydrated auf dich, King Cold. Prost. Ein harter Zombie-Killer muss auch mal was trinken. Da hast du völlig recht, mein Freund. Völlig recht. Du solltest Motivationscoach werden. Komm noch rein. Ich bin kein Immersionskiller, so spielt man das Spiel. This one's quick. Yeah, he's different from the others. Thank you.
something very odd about this mansion. No kidding. I don't think this is just someone's summer home. This is the area where all of those murders happened. There's got to be some connection. Things just keep getting stranger and stranger, but I think you're right. I heard something coming from this room. I'm gonna open the door. Who's the pants in the family? Yawn? We already killed them. They're coming. This way. Have you made contact with Bravo team? Dreh dich um. No. Da ist noch I can't reach them. Let's look for survivors. Ich hasse es. Ehrlich, ich hasse es. Sorry, Forrest. I'll miss our target practice sessions. Chris. Every step I take. Can you get Wesker on the line? There's still no response. I hope everyone's all right. Boah, ganz ehrlich, Skylet, ich würde das so lieben, ne? Wenn Resident Evil 1 Remake, also das von 2015, das Remaster auf der MetaQuest kommen würde. Mann, wäre das geil, Alter. Ja. Das einfach nur portiert als VR. Mein Gott, wäre das geil. Wäre wahrscheinlich das beste Video Game aller Zeiten, ja. Was?
Okay, mein Sohn ist wach, also das Level noch und dann machen wir Feierabend. Hi Rocket Raccoon, was geht? Sagen, ey. No! What was that? Let's check it out. Was? Alan Wake hat so viel? Was? What in the hell? Watch the fangs. I bet they're poisonous. Even if they aren't, if that thing gets a hold of us, we're screwed. Get around it and keep your distance. Right. Den kannst du ins Maul schießen. Das Einzige, was Schaden macht. Richard. You're... Chris Redfield, from Alpha Team. Alpha Team? Thank goodness. Everything's okay now, Richard. Ist es nicht. Gibt's schlimmeren Rang. Okay.
Ja, und kann dir das gleich nochmal kurz zeigen in dem Menü von dem. Ich glaube, die zwei Level, die man hier noch mit Rebecca spielt im Herrenhaus, die sind mit Richard zusammen als Sidekick. Also die hier. Aber man kann Richard nicht spielen. Naja, ist egal. Beim nächsten Mal dann. Ich vermute mal nächsten Donnerstag wird's nochmal. Ja, da muss ich gucken. Das war irgendwie was Zweigeteiltes. Das war ein paar Stunden davon zocken hier. 2, 3. Weil die ganze Zeit, ich kann keinen 6-Stunden-Stream nur mit dem Kack hier bringen. Da flippt die aus, glaube ich. Dann hat der Resident Evil 3 noch gut ein paar Level übrig. Plus Bonus-Level anscheinend. Die ich noch nicht mal frei habe. Und Umbrellas Ende. Ich hab's doch durchgespielt. Ohne Scheiß jetzt, das wusste ich nicht mehr. Okay. Was soll's. Aber beim nächsten Mal gibt's mehr davon. Wollt noch was anpassen? Gut, die Magnum ist auch voll getuned, sehr schön. Klar, speichern wir. Tja, Leute. Dir fehlt aber noch ein Abschnitt mit Wesker am Ende, glaube ich. Warte mal, wir können da nochmal drauf. Bei Umbrellas Ende ist geldet. Hier, ne? Das fehlt noch. Aber ich glaube, dieses Talos Project mit Jill und Chris habe ich besiegt. Das wusste ich echt nicht mehr, dass ich das abgeschlossen habe. Bis bloß da ewig dran gesessen habe. Und ich fand das hier auch schon so ultra schwer. Und hier musst du irgendwie, ich glaube in dem Level hier musst du einen A-Rang freischalten, um das hier überhaupt freizukriegen. Hier fehlt auch noch eins oder zwei. Hier habe ich alles freigeschaltet. Und hier auch. Alles klar. Tja, Leute. War doch geil. War doch ein netter, kleiner, easy Stream. Oder was? Oh. Was geht bei euch heute noch Schönes? Was macht ihr noch? Bestimmt die meisten von euch, so wie ich euch kenne, werden noch ein bisschen bei Alan Wake reingucken, ne? Sehr viel Geduld und Versuche, ja. Das stimmt. Das packen wir schon, Skylight. Irgendwie kriege ich das schon durch. Na dann, viel Spaß bei Summer Game Fest, Deadpool. Gleich Alan Wake 2 zocken, oh ja. Tiger Lily, ich gehe wieder arbeiten. Alles klar, Tiger Lily, viel Spaß. Gut, Leute. Ich guck mal, wen können wir denn raiden, schön? Wen haben wir denn hier? Angezockt spielt Elden Ring. Sabex. Mr. Geil streamt IRL. Der mein Raid überhaupt mitbekommen würde. Vielleicht kann man den auch überhaupt nicht raiden, das kann ich mir auch vorstellen. Gucken, ob das geht. Das geht tatsächlich, krass. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch was. Viel Spaß heute Abend beim Alan Wake 2. Und mit Pat und Fiorel. Also, ich glaube, Fiorel streamt morgen.
Vielleicht geht doch heute noch einer spontan live. Keine Ahnung. Ihr werdet sehen, ne? Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Ciao, ciao.